das Russland dabei? Das habe ich jetzt überhaupt nicht überschnitten, dass da Russland dabei ist. Dann muss ich da vielleicht gar nicht so viel machen. Akzeptiert ihr das oder nicht? Nee, macht er nicht. Mindestens 91%. Vielleicht muss ich da gar nichts mehr machen. Vielleicht ist das schon erledigt. Wenn der Russe da mit dabei ist, dann bin ich da ganz guter Dinge, dass sie das vielleicht sogar ohne mich auf die Reihe bekommen. Sich halten, ja, kann er. Vielleicht kriege ich wenigstens was von Venedig. Wo ist meine Flotte? Hatte ich die nicht gerade hier gelagert? Nee, wo fahrt ihr hin? Seid ihr noch ganz sauer? Und bleibt hier. Die drei Schiffe könnt ihr fahren einfach irgendwo sonst wo, sonst rum. Sehr gut. So, du machst hier deine Unterdrückung. Bellenaufstände, ey. Nerviges Pack einfach nur. Warum geht es jetzt hier nicht? Festungsring. Bis wann? Ach, das ist dieses, Großprojekt. Alter, mach das fertig, sag mal. Das ist doch nicht dein Ernst.
dann in die Kernprovinz mit dir? Also, was ist denn los? Der wird auch ewig nicht fertig. Nochmal 180 Tage später. I don't like it. Militärische Macht haben wir zu viel. Ihr seid ja lustig. Könnt ihr erstmal ein bisschen Generäle ausgeben? Welche die gut sind und was bringen, und dann passt das doch schon mit der Macht. Hol mal bitte deine Schiffe hier, damit die hier nicht noch mehr verwirrt sind. Pflanz die damit dazu. Was passiert das jetzt ständig? So, wie sieht's denn aus? Burten? Immer noch nicht. Sind wir bei 92%. Und? Kann das doch verlangen? Also ganz ehrlich, sonst hole ich da. Weiß gar nicht, was das ist. Ja, hol mal die. Dann splitten wir hier ein bisschen was ab. Und zwar exakt 3 Einheiten müssten das dann. Ne, 5 Einheiten, oder? Da habe ich eigentlich keinen Bock. Ja, die hauen da schon ab. Der General ist tot. Ja, genau, der im Belagern ist. Der auch noch belagern kann. Ja, da braucht er mich ja jetzt nicht dafür, ne? Krieg ja eh wieder nichts ab hier. Wie mache ich den begreiflich, dass ich das gern hätte? Stabilität ganz bestimmt nicht verliert. Das ist Geld, ist mir so humper. Ich habe mittlerweile so viel davon.
Das ist jetzt schon besetzt? Noch nicht, ne? Ich bin ehrlich gesagt nicht gewillt, euch weiter zu helfen, Ungarn. Außerdem habt ihr den Russen. Ich bin eher in meinem Krieg gegen die anderen interessiert. Aber der, bis 11 habe ich dann noch Waffenruhe, ne? Irgendwas vorbereiten? Nö. Nee, schön Nationalismus und dann ab dafür. Wie sieht's denn jetzt aus? Macht ihr den Frieden jetzt? Nö, seht ihr nicht ein. Also ihr wollt lieber das hier alles behalten und dafür mehr von hier verlieren, was für mich auch vollkommen fein ist. Das ist eher was für euch, ja? Okay. So in die Richtung, ja? Alles klar. Na gut, muss man mögen, ne? Das ist ganz klar. Cool, was war das gerade? Hätte ich gern nochmal. Siebenunddreißigtausend Kriegsmüdigkeit. Das ist ärgerlich. So, wie sieht's denn hier aus? Das ist ja Italien. Stimmt, das hatte ich denen ja schon gegeben. Mohaha. Ich stehe hier bei den Italienern mit meiner Armee. Ich habe bloß keine Stabilität, bist du wahnsinnig. Mann, diese blöde Revolution, kann die mal einer stoppen hier? Das ist ja nicht mehr feierlich. Ja, da gehört uns fast ganz England. Also hier. Die Kanalinseln. Irland haben wir noch nichts. Ungarn verhält sich gerade so ein bisschen wie die Achse im Walde, ehrlich gesagt. So, habe ich jetzt davon was bekommen? Das ist doch nicht dein Ernst, dass du mir davon nichts gibst. Okay.
Wie gesagt, macht mal euren Krieg gegen die Türken alleine. Wir müssen jetzt hier voll reinforcen. Ich baue meine Armee aus, damit, wenn es kritisch wird, ich eingreifen kann. Nee, Quatsch, wenn es Zeit wird, wir hier den Krieg führen können gegen die Polen und die Franzosen. Achso, da haben wir das abgeschlossen, ne? Aber wir können noch kein neues. Militärische Macht kommt wieder an die Grenze des Machbaren. Ich hätte mich, glaube ich, am Ende noch für die Glaubensidee entscheiden sollen. Wer hat uns beleidigt? Dass ich das hier nicht pushen kann, den fertig zu machen. Ja, also der Osman ist zerstört. Der hat zwar übelst viel, aber ich glaube nicht, dass er das hinkriegt. Der Russ ist ziemlich stark, der Ungar ist auch stark und die machen das zusammen. Mich brauchen die dann nicht. Oh, jeder von euch geht gegen eine Armee? Okay. Ihr seid ja voll fett, macht das. Machen sie sie einfach kaputt. Sehr gut. Bringt mir Armeetradition. Ich werde mich nicht beschweren. Jetzt ist mir doch egal, was die hinten machen. Tja, soll ich da mit meiner Flotte mit reingehen? Oh ne, zu spät. Ich hab leichte Verluste, okay. Das könnte auch an der Flottenkapazität liegen. Jetzt glaube ich schon wieder Schiffe dazu bekommen. Ja. Na gut, es sind nur 5. So viel ist das gar nicht, oder so wenig. Die müssten doch ja eigentlich voll mehr. Wird viel Flottenkapazität geben, die Briten. Jetzt habt ihr gerade keinen Bock loszulaufen, oder was?
natürlich eine Kronkolonie. Sehr gut. Dann könnte das auch gleich weiterbauen, ja? Geld reinbuttern ohne Ende. Damit es fertig wird, hier noch. Was haben wir sonst noch hier so an Großprojekten laufen? Wollt ihr denn vielleicht mal anfangen, hier euch zu bewegen? Okay. Ich habe einen Händler endlich. Mega gut. So, die bewegen sich. Warum bewegt die sich hier unten nicht? Weiß kein Mensch, ne? Ist halt einfach so. Das Spiel hat das festgelegt. Ich habe einen Händler. Wo schicken wir den denn hin, den guten Mann? Nach Aleppo. Wo ist Aleppo? Wo ist Aleppo? Das ist Alexandria. Und stärkste Handelsmacht in Aleppo und check nicht mal, wo ich stärkste Handelsmacht bin. Ja, Aleppo ist doch hier, oder? Aleppo, ja. Cool. Bringt mir nur nicht so viel. Die Elfenbeinküste liefert ja direkt zum... Nach Sevilla, nach Bordeaux. Kanal. Uiuiui. 1000. Wie sieht es neben dem Rheinland aus? 200. Da gab es ja irgend so ein Ziel, dass ich das Rheinland zum stärksten Umschlagplatz machen soll. Ich frage mich, wie ich das anstellen soll. Also geht bestimmt, aber. So, da haben wir jetzt hier unsere erste, zweite, zwei Kolonien haben wir jetzt schon. Brauchst dich jetzt auch nicht mehr bewegen, ganz ehrlich. Bewegen sie sich dann auf einmal? Check ich nicht. Wo kommt ihr eigentlich her? So, wie sieht es hier mit der Überdehnung aus? Mach das mal weg. Hm? Nur Armeen am Unterdrücken hier.
So, was kann ich denn jetzt machen in der Zeit? Warum kommen die? Ach, da habe ich auch noch eine Waffenruhe gegen Dänemark. Nee, habe ich nicht. Bruch der Waffenruhe? Ah, hier steht doch gar nicht, dass wir eine Waffenruhe haben. Wie lange haben wir denn die Waffenruhe, Dänemark? Müssen wir das sagen? Wäre natürlich doof, weil das ist, da ist der Kriegsgrund weg, den wir brauchen. Sollen wir mal versuchen, die Flotte da. Ich finde das so geil mit dem Schiffe übernehmen. Ich glaube, das merkt man, oder? Dass ich da voll der Fan bin. Schauen, ob wir hier die irgendwie aufbringen können. Könnte hier jetzt noch mal Krieg führen in Afrika? Müsste ich die nur alle vorher nach Schottland rüber packen? Wie sieht's denn aus? Punkte technisch. Ja, wir holen auf. Wir holen extrem auf. Das ist so geil, der Dekan, die machen gefühlt nichts. Alter, haben wir aber auch 600.000. Wollen wir ein Bündnis machen? Dann machen wir alle anderen platt. Dann werde ich erst unser Zweiter. So, Zweiter sind wir ja schon. Ja, aber jetzt hier nur rumzusitzen, war ja auch keinen richtigen Bock. Wie lange haben wir hier mit Albanien? Haben wir auch noch ewig Waffenruhe, ne? Ne, haben wir nicht. Dann machen wir doch vielleicht das. Ein paar kleine Kriege. Gibt's ja keine Moral runter. Naja, niemals. Da kommt das revolutionäre Serbien um die Ecke. Eroberung der Provinz mit der Hauptstadt. Aber da kann ich, Zerschlagung der Revolution, kann ich mir wahrscheinlich kein Land nehmen, ne? Nee, Ungarn, ich brauch dich dafür nicht. Ich will dich da auch nicht mit dabei haben, ehrlich gesagt. Hektor. So. Gibt auch einen für Kartenmodus für Waffenruhe. Ich wette, dass es den gibt. ja, es könnte sein. Sind die ein Vasall? Ja, du hast recht. Die sind ein Vasall. Deswegen bringt mir das nichts.
Hier sind jetzt schon DLCs dabei. Seit dem Game mit, ich weiß nicht, ob du da auch schon mit dabei warst. Ich hatte Urlaub und dann habe ich ein Game gestartet mit Holland. Dann hatte ich ja das mit, und der jetzt das mit Köln. Und seit dem Holland-Game quasi habe ich DLCs an. Also ich habe insgesamt 7 DLCs aktuell. Und da ist halt dieser Fokus legen, ist damit dabei. Danke für den Hinweis mit dem Vasallen. Das hat mich jetzt schon wieder so ein bisschen gewundert. Und, was ist los? So, wo seid ihr mit eurer Flotte hin? Die ist weg, oder? Ja, da packe ich meine Flotte wieder hier vor. Genau. Ich breite mich jetzt hier mal ein bisschen auf dem Balkan aus. Einfach nur, um die Zeit totzuschlagen bis 1811. Und dann gibt's fetten Krieg. Verbündete dazu rufen. Nö, danke. Geil, beide Schiffe übernommen. Mega gut. Ja, lauf einmal drumherum, es passt. Das ist so gut, wenn man Krieg führt und zwar na, wie heißt es, Verschleiß hat, aber das, was man reinforced, sogar noch stärker ist. So mächtig. %71, ey. Mal gespannt, was ich mir hier dann nehmen kann. Junker verliert 10, verliert 33 administrative Macht, verliert 15 Prestige und ja, von mir aus. Kommt nochmal da. Der Schwede. Ach, diesmal keins bekommen. Naja, ist aber auch okay. Geht mal. Achso, das war das hier. Wieso steht denn der hier? So, Zeit totschlagen. Ist auch schlimm eigentlich, ne? Zeit totschlagen, bis man wieder Krieg führen kann. Das ist eigentlich äußerst bedenklich, sowas. Aber egal. Stehen, das war jetzt doof. Ihr könnt
könnte hier mal runtergehen und die so, da kann man mit denen. Na, kommt doch schon her hier. Gott, was ist denn hier jetzt alles los? Sortieren. Großprojekte können gebaut werden. Endlich. Hey, ich hab den doch schon gebaut. Will mich verkohlen? Die bauen den schon längst. Meine Herren. Die laufen dahin, das ist gut. Sollen den doch schon längst bauen, den blöden Kanal, sag mal. Jetzt haben wir das alles eingenommen. Grundsteuer. Grundsteuer ist eine blöde Idee gewesen, ne? Nein, ich brauche die administrative Macht gerade für andere Sachen. Naja, wird schon schief gehen. Ja, dann haben wir es ja. Dann können wir hier. Können wir komplett übernehmen. Diplomat, den ich entsenden könnte. Kann hier irgendeiner sie? Ja, der. So, und dann müssen wir das jetzt auch noch integrieren, das Zeug. Merkantilismus. Pff, ne, kein Freiheitsbestreben. Seid ihr wahnsinnig. 150% Überdehnung grad, naja. Was muss, das muss, ne? Das sieht doch ganz schick aus hier. Wunderbar. Die haben den schon. Ich komme da gerade nicht drauf klar, dass sie den doch noch nie gebaut haben. Das war für mich jetzt irgendwie schon so ein ist erledigt Ding. Und da mal bitte bei jemandem mit, da verlierst du vielleicht nicht ganz so viel. Das wäre nett. So.
bin hier nur am Rebellenfighten, aber das einzig Gute, meine Armeetradition, die müsste jetzt, die müsste ja Sphären erreicht haben. 99,8% Armeetradition. Moral 10% oder 10. Cool. Disziplin leider nur zu wenig. Ach guck, das könnte man doch eigentlich mal machen. Inflation reduzieren. Was haben wir denn hier schon wieder? Militärische Macht ist schon wieder out of the... So. Unruhe, auch nicht schön. Seid ihr beide die Vasallenkönige, ja? Ja, es macht auch Sinn. Ist eine sehr gute Mechanik, sagt man so. Wie sieht es denn jetzt hier hinten aus? Habt ihr es bald mal fertig? Meine Herren, die brauchen aber ewig, bis sie hier mal den Krieg gewinnen. Wobei ich nicht dabei bin, oder was? 128.000 in dem Krieg verloren? Ich habe an dem Krieg überhaupt nicht teilgenommen. Ne, das ist ja Russland. Ne, Deutschland doch. 128.000? Verschleiß 30.000? Ist das von dem Krieg hier oder was? Ich habe da sonst keinen Meter teilgenommen an dem Krieg. Naja, sollen sie mal machen. Ja, gerade noch gefreut, dass wir hier eine hohe Armeetradition haben und jetzt desertieren die einfach mal so aus dem Nichts raus, oder wie? Du hast keine. Achso, Trier ist auch mal Vasall, zusammen mit Berg. Aber wie kriegst du das dann mit der... Wie kriegst du das dann hin mit dieser diplomatischen... Beziehungsgeschichte, da dürftest du doch kaum Punkte kriegen, oder? Weil du hast doch bestimmt auch noch Bündnisse. Also ich meine, ich habe jetzt hier 8, aber das ist ja Endgame quasi. Oder hast du da speziell irgendwas eingestellt oder irgendwas genommen, dass das funktioniert? Diplomatische Beziehung braucht man relativ wenig. Ja, man muss nur eine gute Beziehung zum Kaiser haben, ne? Dann ist der Rest egal. Achso, habe ich die hier auf Jagen gestellt? Nee, mach mal. Ihr habt auch keine Schuhe an. Was ist denn los? Ihr sollt hier Eingreif, Schnelltruppen sein. Müsst ihr euch auch schnell bewegen, Leute.
Alter, wenn man mit 100.000 die Rebellen weggeknallt. Alter, der Schwede hat auch 70.000 nochmal obendrauf. Wer ist mein größter Verbündeter? Russland, ne? Was begehrt er für Provinzen? Sie begehren Savolax, Inari. Ach so, das ist hier von hier oben. Rebellen unterstützen. Würde schon sagen, was will der hier? Ach, das ist hier. Okay. Dann hast du quasi zwei Vasallen und kein Malus dafür. Das macht Sinn. Hundert Dukaten. Wucher. Das hab ich nicht. Können die sowas von mir verlangen? So viel Geld. Weggeatmet. 7.000 stellen wir wieder her. Trotzdem sind wir nur bei 276.000. Sieht es jetzt eigentlich mit meiner Flotte aus? Immer noch zu schlecht. Ich könnte noch 150.000 ausheben, so aus dem Nichts raus. Aber dafür brauche ich erstmal. Habt ihr es hin? Ihr dürft gern tätig werden. Warum werdet ihr nicht tätig? Dann muss ich halt tätig werden, wenn ihr das nicht werdet. Am besten die russischen Beziehungen verbessern, ich will von dem Truppen haben. Oder wie viel kriege ich von Kastilien? Ich kriege gerade mal 9.000. Von Russland kriege ich so exorbitant viel. Da muss ja aber erstmal Friede wieder herrschen. Deutsches Balkan. Ist das dann nicht deutscher Balkan? Die Admin-Idee? Nee, ich glaube nicht. Nö, eigentlich nicht. Ich bin sehr auf Einfluss hier Krieg gegangen und habe jetzt am Ende noch mal. Oh. Habe jetzt am Ende nochmal die wirtschaftliche Idee genommen, die mir gerade gar nichts bringt, weil ich die ganze Zeit diese. Jetzt ist es vorbei. Ich nehme nicht an, dass ich irgendwas bekommen habe.
Ah, jetzt sind die. So. 30.000 Rekruten dazu bekommen. Ja, der Ungar macht sich hier richtig fett, ne? Was hat denn der für Vasallen? Der hat Bulgarien. Habe ich gerade überlegt, ob ich die angreife. Und die Walachei als Vasall. Kofu hat er sich genommen. Ich finde es nicht in Ordnung, Ungarn, dass du mir hier gar nichts abgibst. Würde das Game noch länger gehen, wäre Ungarn, glaube ich, ganz hoch als nächstes auf der Liste. Ah, wir können Großprojekte bauen. Was haben wir denn hier? Bisschen Nachstärke. Bringt uns das wenigstens. Naja, es wäre zwar cooler, wenn uns das noch ein bisschen nah bringt. Oh, das könnte ich ja hier dann bekommen, vielleicht. Geld wollte er haben, ja, aber Gebiete gibt er mir nicht ab. Wenn die einfach ausbauen kann. Und es einfach mit Geld pusht. So. Stonehenge fertig. Armeetradition. Und das habt ihr nicht gemacht, sag mal. Was ist denn euer Problem, England? Sind sie nicht gut genug, oder was? Auch den Panama-Kanal gerne sofort ausbauen, wenn der sich einfach mal ausbauen lassen würde. So, zwei Großprojekte ausgebaut. Sieht denn das sowieso aus mit den restlichen Großprojekten? Wo haben wir denn hier welche? Achso, der ist noch nicht unsere. Das brauchen wir dann auch, wenn er. So. Gotland ist ausgebaut. Wo ist. Ich wollte schon sagen, wir haben doch die anderen noch gar nicht. Da holen wir uns hier halt einfach noch ein paar Modifikatoren. Das ist auch noch nicht durch. Ey, wie lange dauert denn das? Macht es fertig. Ja, wie gesagt, ich habe halt, ich bin da halt eher auf andere Sachen gegangen, weil ich echt,
mich da auf anderes konzentrieren wollte. Und in der Hoffnung oder generell, dass ich halt da überlebe. Ich wollte halt, erstens wollte ich halt überleben, zweitens wollte ich das so gerne gründen, mehr oder weniger, wie es jetzt gekommen ist. Und deswegen habe ich mich da echt auf dieses Militärische sehr verstärkt, auf die Wirtschaft, auf diese aggressive Expansion. Da wollte ich einfach nicht, dass mir da irgendeiner blöd kommt, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es dann am Ende so rausgekommen, wie es gekommen ist, ne? Und ja, vielleicht würde mir das jetzt ein bisschen helfen. Aber es ist okay. Also ich komme klar, würde ich sagen. Es gibt Schlimmeres. Jetzt senken wir hier die. Das war abgesenkt. Endlich eine Stabilität mal wieder dazu bekommen. Wann ist denn dieser Revolutionsmist hier vorbei? Die 25 Prestige? Wofür verliere ich das? Den vierten Slot mit Frankreich, voll cool. Österreich hat Burgund geerbt. Du bist aber mit Österreich verbündet, weil das der Kaiser ist. Dann kann es natürlich blöd sein, wenn Frankreich den angreift. Aber wenn du ein Bündnis mit Frankreich hast, dann kriegst du doch ein Malus drauf, wenn du den angreifen willst. Also ich verstehe warum, aber dann bekommst du doch voll den Malus, oder? So, wer läuft? Der läuft, alles klar. Von da oben runtergerannt. Der Italiener kommt hier auch gleich und haut damit rein. Warte mal, jetzt kann ich mir doch von dem meine Stabilität holen.